So. Habitat ist Nummer 21 tatsächlich. Da unten ist das Radfahrt. Machen wir daraus mal eben kurz mal 22. Jetzt müssen wir doch die Pokémon fahren gehen. Das ist super. Ja, ich kann ein bisschen, ja, gut. Oh, der letzte Pokémon hat es auch noch geholt. Jetzt haben wir es. Fabelhaft. Wunderbar. Ach. Ich glaube, dann spielt Sam tatsächlich doch ins Team. So, fast. So, 22 müssen wir jetzt haben. Also es fehlen jetzt noch 8 Pokémon und ich würde es gern mitnehmen. Komm her jetzt hier. Jawohl, großartig. Und damit hätten wir mit Radfahrt wahrscheinlich nochmal 23. Wir müssen gleich neue Pokébälle kaufen, nicht sogar. So, eieiei, Mankey geht hoch, Habitat geht hoch. So, Team. Die drei mal rauswerfen hier, aus Team entfernen. So, 23, dann haben wir hier das Radfahrt Nummer 24. Dann brauchen wir jetzt noch 6 Pokémon. Danach. Ah, ja, ja, dann machen wir ein bisschen fangen. Ich krieg nicht alles in, definitiv nicht in die Folge. Gut, die Folge war ja relativ kurz mit dem ist die Folge mit dem zweiten Orden, den wir jetzt so gut haben. Mache ich halt die Nagelbrücke. In der nächsten mache ich in dieser Nagelbrücke noch eine Folge hier. Dann wird das wieder so eine lange Folge werden. Egal, kriegen wir hin. Fünf. Ich will das wie zusammen nicht gerne hochnehmen. Oh, ein Sandland. Danach noch 4. Oh yeah. So, Sandan ist auch gefangen. Also tatsächlich kein Teammitglied. Halt. Hier bleiben.
So, ist gefangen. Das müsste jetzt immer 26 sein. Oh ja, Level 19 für Pikachu. So, dann gehe ich jetzt natürlich wieder weitermachen. Ich muss jetzt gleich gucken, es müsste jetzt 27 sein. Ich brauche dringend Pokémon gleich. Ich fange das auch. So. Seine Nachricht, wir sind wirklich, ich will gar nicht hier gerade irgendwas machen. So, ich muss dringend. Ich muss wieder jetzt gleich ein bisschen aufräumen in der Box. Ja, jetzt kommt natürlich das Habitaktum, das muss ich auch noch fangen. Gleich mal, wie viel ich hatte. Ich will dieses Visasamen. Sorry, ich muss das jetzt natürlich so ein bisschen mache. Ich will natürlich das Visasamen. Das Pikachu da, krieg ich das Radfahrz mal da rum? Ich glaube, ich habe nur noch einen Ball, ne? Der muss sogar passen. Jawohl! Der passt aber wirklich so genau auf den. Komm, ich bleib drin. Jawohl. So, auf 50 Erfahrungspunkte dafür bekommen. So, jetzt muss ich Pokémon. Jetzt muss ich natürlich wieder ins Pokémon Center. Eigentlich ins Pokémon Center in den Laden, um neue Pokémon zu fangen. Ah, beziehungsweise neue Bälle zu holen. Ich guck mal, wie Pokédex, wie viel ich habe. Ich glaube, es sind 28 und 29. Ich glaube, es müsste jetzt 29 sein. Nö, es sind genau 20, okay. 19, Entschuldigung. Nicht 29, 19. Perfekt, dann hat sich das ja auch gelohnt. Dann kann ich mich das Visasamen jetzt gleich mitnehmen. Oh, guck mal, Elektroball. So, wir brauchen neue Bälle. Dringend, also neue Pokébälle. Ja, ganz dringend. Nehmen wir 100 mit. Super Ball. Ich denke, wenn den Rest Geld ist, nehmen wir Super Ball mit. Gut, dann haben wir noch 10 Bälle bekommen. Jetzt müssen wir wieder genug haben. Achso, warte mal, ich habe noch ein bisschen was verkaufen, ne? Ich habe noch ein paar Sachen zu verkaufen. Minibill ist weg damit. Die Riesenperle 4000. Das Nagel für 5. Und die Perle für 1000. So. Haben wir ein bisschen aufgeräumt, unseren kleinen Laden hier. So. Na gut, wenn der Rest kommt. Kommen wir noch Superbälle. Komm.
Die brauchen sie. So, Bälle, Bälle. So, wunderbar. Dann haben wir das erledigt. So, dann räume ich den Laden noch auf hier bei mir. Kurz meine Pokémon aufräumen. Und dann gehen wir das Bisasamen uns abholen. Dann haben wir jetzt ziemlich. Ich habe mir tatsächlich schon mal einen Namen überlegt für... Nein, das ist nicht Bisasamen. Ich habe mir einen Namen für Bisasamen schon überlegt. Auch einer meiner treuen Abonnentinnen. Ich hoffe zumindest, dass es ein weibliches Bisasamen ist. Das wäre nämlich auch cool, aber wenn nicht ist, wenn man es trotzdem so händelös sagen. Dann bist du halt männlich. Sollte, ist nämlich ein, wie gesagt, ein Mädel. Aber ich hoffe, dass es klappt. So, Pokémon Box. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. So, an den Professor schicken. Also, weg mit dem ganzen Crap hier. Kann ich nicht, scheiße. Weg, 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 hier alles weg. Brauche ich nicht. Warum so ein Sandern? Auch weg. Alles weg, klar, was so rum weg ist. Da. Jetzt schmeiße ich mal den ganzen. So. Ach, ich wollte das Bisasamen mitnehmen. Dann nehme ich das Bisasamen mit ins Team. Dann haben wir auch einen Pflanzen-Pokémon. Kann man nämlich immer mal gebrauchen. Ja, bitte. Oh, ich habe 39 gefangen schon. So, perfekt. Dann brauchen wir nämlich noch, glaube ich, nur noch 10 Pokémon. Dann nehmen wir das Bisasamen. So, haben wir dann einen kleinen Bisasamen. Ein weibliches, dann kann man so nehmen. Okay. So, liebe junge Dame, dann kommst du auch auf meine Liste. Und ich nenne Bisasamen Novi. Meine gute Novissima Nox, so heißt ihr YouTube-Kanal. Das ist auch eine meiner teuren Abonnenten und auch schon länger mit dabei bei mir. Willkommen im Team. Du bist ein Bisasamen. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Ja, das sieht doch schon gut aus. Da fehlt uns noch zwei Pokémon. Und zwar ein Feuer-Pokémon. Und dann muss ich mal gucken, was ich noch nehme. Ich habe mir schon Feuer-Pokémon ausgesucht. Nein, es wird nicht Glumanda werden. By the way. Ah! Das Pokémon hat... Ich muss mich beruhigen. Was? Mhm. Ein Taubsi setzt der also ein als erstes. Gut, das wird wahrscheinlich eh keine Chance haben. Jo, und zwar nicht wirklich. Und du kommst schon mit Evoli. Jetzt mit Flügelschlag natürlich. Naja, Evoli auch schon gar nicht. Level 13, bye bye. Ich glaube, ich bin Level 19 oder so. Ich müsste eigentlich ziemlich überpowered sein, was die Level angeht. Flügelschlag, da kannst du dich einsetzen, du armes. Aber jetzt vom Mirapla. Komm, wir setzen diesmal. Diesmal darf Zubat killen. Donnerwelle.
Gut, das Flugschlag jetzt nicht ansetzt, zweimal, das heißt, jetzt kriegst du es drei. Mach das einmal kurz paralysieren. Und das ist. Absorber. Hat sich zumindest ein paar KP zurück. So. Und tschüss. Das Pokémon hat sich auch erledigt. Und damit passt das soweit. Tut mir leid, dass ich ausgeflippt bin. Aber eigentlich habe ich ja der Verstand. Aber irgendwo ein sehr bekannter Pokémon hier. Ich habe mir gedacht, ich schau mal bei ihr vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Als ich dort angekommen bin. Ah, jetzt halte ich bitte fest. Das war Bill, der Pokémon-Jack. Gar nicht da. Ich dachte, das ist nicht, weil er sich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Und wenn ich heute an den Klopfen eiskalt den Rücken runter. Hatte ich am besten von seinem Haus fern. Ich will, ich zumindest werde einen großen Bogen drum machen. Jo. Gut, eigentlich hatte ich überlegt, ob ich die Dagebrücke sogar in dieser Folge mache. Aber ich finde, ehrlich bin, wird die dann viel zu lang. Die machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon. Let's go.